Das heißt, das läuft erstmal durch. Ich hole mir jetzt Essen, Trinken und Mauerstücke. Und wenn das alles so rot ist, kann ich ihn noch schlechter erkennen, wo ich durchgehe. Aber die Roboter sind cool. Guck dir das mal an. Da haben wir schon fast wie diese Transportschlangen, wie wir es von früher kennen. Sehr, sehr schön. Kann ich noch irgendwas Produktives bauen, während ich hier rumwusel? Ne, brauche ich die Batterien. Die muss ich mal irgendwo wegfangen. Wo haben wir überhaupt Ziegel? Da hinten sind Ziegel. Aber nicht viele. Ne. Das muss ich noch mal kurz umbauen. So, so. Dich da. Dich da. Dich so. Richtig? Richtig. Okay. Also, Ziegel hätte ich. Sollte reichen für die paar Mauern. Eine automatische Mauerbauanlage hatte ich nirgendwo, oder? Okay, erstmal essen und trinken und ich sehe sonst gar nichts. Da. Nom, 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 nom. Was sah ich mit Essen aus? Ich habe schon lange keine Fische mehr gefangen, oder? Schnapp mal den Fisch da. Zack. Das kann ich hier mit rein. So. Was wollte ich jetzt gucken? Eine Mauerbauanlage. Ich hatte hier mehrere Steinsachen gehabt. Allerdings sind die, glaube ich, schon leer gelutscht. Da sind Ziegel, hier sind normale Steine. Hier irgendwo noch? Ne. Ne, gut, das also nicht. Das heißt, ich muss ein paar Mauern selber bauen. Da. Wobei bestimmt auch in irgendeiner Kiste welche rumlungern. Aber wenn ich die Roboter jetzt wieder anfordere, bring mir bitte Steinmauern, dann sind die noch mehr abgelenkt. Und ich will die armen kleinen Roboter nicht ablenken. Kleinen Knuffi-Knuffs. So, rein damit. Also Mauern habe ich, Munition wird immer noch hergestellt. Was wollte ich noch? Essen, Trinken, Luft habe ich auch, ja. Batterien wollte ich mir schnappen. Aber anscheinend werden davon eh nicht genug hergestellt. Wenn ich mir das hier so richtig angucke. Also schnappe ich mir keine Batterien. Plan wäre eigentlich gewesen, dass während ich gleich rumtouren und die Basen angreife und so weiter, dass ich dann währenddessen die da herstelle, die Flying Frames. Weil da muss ich warten, bis sich das hier eingependelt hat. Ich könnte die Pipeline bauen, während ich auf die Muni warte. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich aber viel mehr Rohre. Vor allem Untergrundrohre auch, die ja schweineteuer sind. Das heißt, ich brauche dementsprechend auch wieder mehr Metall. Hatte ich hier noch irgendwo eine Kiste? Hier die letzte Mal welche rausstibitzt. Das habe ich aufgebraucht. Da. Ja, damit. Gut. Und ich bräuchte natürlich auch Pumpjacks. Dafür bräuchte ich Stahl. Also wieder nach unten. Und fast versucht das Ding hier irgendwie da eine Verbindung zwischen zu machen. Weil hin und her laufen in der Basis ist gerade nicht besonders angenehm. Auch wegen diesen ganzen Knubbeln hier, wegen Stromversorgung. So, mach bitte auch hier mal wieder das Blueprint neu drauf, dass es irgendwann nochmal fertig wird. So, was wollte ich jetzt hier? Stahl. Bei der Kiste wollte ich Stahl rausholen. Ja, sehr schön. Okay, bau bitte 3 Pumpjacks, schnapp die grünen Chips. Von da oben, richtig schön batzen, schnapp dir auch ein paar rote. So, beschränkt das mal auf so. Ich weiß, dass ich da alle 5 Minuten meine Meinung ändere. Aber ich bin mal ziemlich unsicher, was die Chips angeht und ob ich es lieber in Chips abspeichern sollte oder lieber die Rohstoffe für irgendwas anderes nutzen. Weil, ne, wie ihr sehen könnt, Eisen ist nicht mehr so wirklich viel da. Da kommt nicht so viel durch. Kupfer ist top. Also eventuell könnte ich hier 1, 2 von den Grindern abbauen. Dann machen das nur noch die beiden da. Du bist durchgehend voll. Eigentlich müsste ich hier noch einen Schmelzofen hin. Ja, nochmal mir später Gedanken. Wir haben theoretisch genug Eisenerz, wir müssen nur das Ding da hinten erobern. Eisenplatten. Zing, zing, zing.
So, noch mehr Pumpchecks. Ich glaube, es waren 5 Felder da hinten. 1, 2, 3, 6 Felder, okay. Also, noch ein. Dann reicht das schon. Also, da hinten, hier irgendwo unterirdisch durch bis nach ganz hinten. Das wird ein Spaß. Habe ich noch Gates? Nö. Also, außenrum. Wo wir gerade hier sind, ne? Immer wenn wir in einem Gebiet sind, wo noch keine Stromversorgung ist, zwischendurch ein paar Poles setzen und da wird irgendwann die ganze Basis abgedeckt sein. So einfach ist das. Licht wäre auch nicht schlecht. Ja. Gucken wir mal, ob wir das einigermaßen hier hinbekommen, weil Ölfelder sind ja halt fix. Da kann ich das nicht einfach so mal eben meinem Muster anpassen. Da. Das sieht sehr gut aus. Okay. Wo sind meine ganzen Rohre hin? Die habe ich alle verbraucht für die Untergrundrohre. Bau neue normale Rohre bitte. Und verbinde das hier alles ein wenig. Allerdings mit, auch wenn es teuer ist, ein paar Untergrundrohren dazwischen, damit man hier halt auch so durchwuseln kann. So, das kann damit verbunden werden. Das damit. Du damit. Und von hier aus müssen wir dann nach Osten. Ich denke, ich ziehe es. Das ist alles innerhalb, richtig? Es wurde ein Ärmchen zerstört. 13 Türme schießen. Sollte gleich vorbei sein. 5 Türme schießen. Ja, ist okay. Ich gehe erstmal einen Ticken hoch. Weil ich würde gerne hier auf der Höhe so rüber. So, einmal Max Reichweite. So. Dann gucken wir von da aus weiter. Ich habe viel zu wenig Untergrunddinger, kann das sein? Ja. Bau 5 davon, nochmal 5 davon. Kann ich das hier schon mal... verbinden? Nein. Und hatte ich nicht 6 gezählt? Ah, hier hat sich noch einer versteckt. Okay. Das ist jetzt egal, weil hier kann man eh nicht mehr durchlaufen. Den weg so. Okay, verbinden. Öl kommt. Da, da. Lass mich durch. Ist doch albern. So. Hinter dem Raumschiff lang. Okay, hier ist es problematisch, weil hier sind ganz viele andere Rohre. Das heißt, ich werde doch wieder einen Knick nach unten machen müssen. Machen wir so. Da ist immer noch ein Rohr. Hier auf der Höhe? Könnte eng werden da hinten, ne? Na, schauen wir mal. So, und währenddessen nochmal 5 und nochmal ganz viele davon. Du runter. Können wir hier im Wasser noch einmal hoch und runter? Nein. Mist. Ja, okay. Ah, das wird problematisch. Geh ich. Na. Mach einfach alles kaputt. Super Plan. Du geh. Dahin geh ich. Hier nach unten. Und probiere das hier. Darunter da hoch, darunter da hoch. Dann hinter dem Ding komme ich raus. Ja, super. Okay. Wenigstens das läuft. Und während ich die ganze Zeit am Rumfriemeln bin mit den doofen Rohren, weil lange Rohre haben wir leider nicht, weil kein Dytec da ist, was ich inzwischen echt vermisse. Da. Während ich hier rumfriemel, wird ja schön sowohl Batterien hergestellt für die Flying Frames und für die Akkus und so weiter, als auch die Flammenwerfermunition, die ich brauche, um gleich Basen zu schnitzeln. Achso, und hier sind wir ja schon. Geh da raus. Und da so, damit man durchlaufen kann. So, du müsstest jetzt eigentlich durchgehend brennen für eine ganze Weile. Irgendwann werden die da hinten auch auf so einem schlechten Prozentwert sein, wie die hier.
Also 0,1 pro Sekunde, aber ich hoffe mal, dass dann die 10 Pumpchicks insgesamt das bekommen, das eine Ding hier ordentlich zu befüllen. Schwefelsäure ist schon mal da. Wir haben allerdings keinen Puffer für Schwefelsäure, was schade ist, was ich hier drüben bei der Anlage dann später definitiv besser machen muss. Das heißt, diese ganze Richtung, die ich gerade gemacht habe, von West nach Ost, das Öl transportieren, das wird später wieder andersrum sein. Später, wenn eine neue Ölanlage hier oben ist, dann wird das Rohöl von hier nach drüben transportiert über dieselbe Pipeline. Ja, wie schaut's mit der Flammenwerfermonie aus? Da. Muahaha, her damit. Die ganze Munition war für die Türme gedacht, richtig? Ja, die werde ich auch brauchen, ist okay. Gut, haben wir es gerade Tag? Ja, haben wir. Wo wollte ich das... Oh, wo wollte ich das testen? Das da war zu groß, war ich der Meinung. Da unten? Das sieht schick aus. Ja, gehen wir nach unten. Habe ich irgendwas vergessen? Also ich habe genug Gatling-Munition, ich habe genug Türme, ich habe Mauern, 60 Stück, das sollte reichen, nur 70. Ja, das passt. Oh, hier ist ja auch noch Öl. Und hier ist auch noch Öl. Das muss ich auch unbedingt erschließen. Relativ bald. Also die Mauern, wenn wir später genug Construction Bots haben, einfach nach hier unten dann copy-pasten. Irgendwas Rotes ist da. Was? Achso, das ist nicht rot, das ist lila auf der Karte. Guckt euch mal den Punkt, also ich weiß, es ist bestimmt sehr schwer auf YouTube zu erkennen, aber den Punkt, da ist das rot oder lila? Für mich ist es eindeutig. Na okay, lila ist falsch, wäre ja pink. Das ist nicht rot. Ich habe mir gerade selber widersprochen, oder? Ja, gut, okay. Und natürlich wird es dunkel. Bau. Gun Turret. Gun Turret. Gun Turret, Gun Turret, Gun Turret. So, baller die alle voll mit mindestens 2 Magazinen. Okay. So viel dazu. Flammenwerfer. Das sollten schon mal 2 Alien-Artefakte sein. Einmal ein für den hier. Wobei das Nest nicht so hoch ausgebaut ist, wie es hätte ausgebaut sein können. Wir hatten ja schon über 45.000 gesehen bei bei Lebenspunkten. Habe ich erwähnt, dass ich sehr froh bin über meine schwere Rüstung. Freue mich auf die Power Armor. Also ja, das Ding ist nicht ganz so hoch, wie es sein könnte. Sollte also nicht so lange mehr brennen, bis es weg ist. Kriegen wir hier ein Artefakt, oben bei diesem Spawning-Ding nochmal ein Artefakt. Ich sollte gar nicht versuchen, sie zu schießen. Was ist denn komisch, dass sie so wenig Schaden machen? Also ich kann die ja wirklich komplett ignorieren. Das ist wahrscheinlich nur, um so ein bisschen zu nerven, was Gebäudeschaden angeht. So. Ja, mach einfach. Artefakt Nummer 1. Nummer 2. Kann ich hier... Ja, ich denke, ich werde die Königin von da unten auch anlocken können. Habt ihr genug Muni? 162 Schuss, ja. Also geh mal da runter und lock die hoch, weil ich habe keinen Bock, die Basis da oben umzubauen. Okay, die Königin kommt gar nicht. Dann kann ich erstmal ihre Verteidigung zerstören. Ist auch okay. Jetzt kommt alles. Was kommt da? Zerklings. Ja, 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 ja. Splatter. Schade, dass die Königin nichts dabei hat, was man irgendwie nutzen kann. Also ja, es kommt gerade ein bisschen DNA rum, aber bei weitem nicht genug, um die Forschung noch fertig zu bekommen. Oh.
Lauf! Ach du Scheiße. Basis. Hydralisk, Hydralisk. Okay, okay. Und meine Basis wird zerstört, während ich abwesend bin. 16 Türme schießen. 2 Grinder werden beschädigt. Das ist ganz und gar nicht lustig. 2 Türme schießen. Komm, mach das Ding tot, was auch immer es ist. Turm wird beschädigt. Pumpe wird zerstört. Ein Turm schießt immer noch. Das muss irgendwann mal umkippen, das Vieh. Okay, okay, okay. Es sind bestimmt schon wieder neue Eier da unten, oder? Turm ist zerstört. Oh, nein, 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 nein. Laden. Laden. Ja. Also ich habe mir nichts ercheatet, die Basis wird immer noch zerstört von innen. Das Einzige, was ich jetzt gerade neu geladen habe, ist der Tod hier unten. Das heißt, die Basis da unten kriege ich nicht geknackt gerade. Da müsste ich wahrscheinlich denn die Basis echt umsetzen. Aber das mache ich erst, wenn ich sehe, was da oben los ist.